Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Yeah Walk. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal kurz die Informationen zur Huldra an, beziehungsweise Skogsrath oder so, weil ich denke, dass es sie war, die wir gerade verfolgt hatten, in diesen dunklen, abgestorbenen Baum hier scheinbar. So sieht sie also aus, die Huldra. Schauen wir uns doch mal ihre Informationen an. Die Huldra war in der nordischen Mythologie von Bedeutung. Ihre Wurzeln liegen aber vermutlich noch viel weiter in der Vergangenheit. Die Huldra war die Wächterin des Waldes. Sie umsorgte die Bäume, Pflanzen und Tiere. Ein einzelner großer Baum in einem Hain, umgeben von kleineren Bäumen, wurde häufig als Heim der Huldra bezeichnet oder sogar als Huldra selbst. In den meisten Geschichten wird sie als wunderschöne junge Frau präsentiert. Dies war jedoch nicht ihr wahres Aussehen. Sehr wenige sahen ihr wahres Gesicht und noch weniger lebten, um davon zu berichten. Sie wurde häufig als einsame und kummervolle Kreatur dargestellt. Ihre Beziehung zu den Menschen war sehr komplex. Sie konnte einen Mann mit ihrem wunderschönen Gesang fesseln und ihn tiefer und tiefer in den Wald locken, wo sie ihn entweder heiratete oder tötete. Die Männer, die von der Huldra geküsst wurden, wurden apathisch und langsam. Gemäß einiger Berichte war die Huldra eine positive Kraft. Wenn ein Jäger nett zur Huldra war, dann pustete sie womöglich in den Lauf seines Gewehrs, was seine Jagd segnen sollte. Bergarbeiter sahen sie als ihre Freundin an, da sie verhinderte, dass das Feuer der Kohleöfen übergriff. Sie half auch jenen, die freiwillig ihr Blut darboten, aber dies war gefährlich, da die Huldra den Blutgeber möglicherweise leer trank. Die Huldra war also in der Lage, sowohl gute als auch schlechte Dinge zu verrichten. Es war sehr schwer vorauszusagen, ob sie helfen würde oder Schaden zufügen würde, denn sie spielte stets nach ihren eigenen Regeln. Okay, so viel zur Huldra. Das hört sich ja spannend an. Das heißt, wir werden möglicherweise gerade in unser Verderben gelockt, nicht wahr? Und wir folgen ihr dummerweise einfach. Huch. Okay. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass es so lang macht. Kein Plan. Ich finde, es hört sich nicht sehr gut an, dieses Geräusch. Ah, okay. Sekunde, ich glaube, man muss... Das hört sich nicht gut an. Das hört sich gut an. Nee, hat sich doch nicht gut angehört. Okay, das ist gut. Ich glaube, wir müssen auf die Geräusche achten. Ach, scheiße, das war nicht gut. Oh, das ist ja gar nicht so einfach. Nee. Okay, das erste ist dieses auf jeden Fall. Okay. Ich glaube nicht. Nee, ich verwechsel das immer scheinbar. Das ist hier das zweite auf jeden Fall. Okay. Vielleicht muss die gleiche Tonhöhe haben. Ja, okay. Oh, wie viele bin ich denn jetzt? Also, Sekunde, zweimal rechts war ich vorher. Ich glaube dann viermal rechts, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Das ist sehr hoch. Yay! Okay. Sie lockt uns. Das ist sehr hoch. Auch sehr hoch. Ziemlich tief. Sehr hoch. Oh, ich bin mir nicht sicher. Das ist gar nichts. Also wenn, dann glaube ich eher dieses hier. Hört sich nicht schlecht an. Zu hoch. Zu tief. Viel zu hoch. Oh. Nee, zu tief, oder? Hilfe. Nein. Bin mir nicht sicher, ob das nicht zu hoch ist. Oh Gott. Oh Gott, ich dachte eben...
Also, dann würde ich doch eher sagen, hier drüben, das eine. Nee, das ist zu hoch. Ich glaube eigentlich, dass das... Scheiße, auch zu hoch ist. Ah. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ja, okay. Und dann hatte ich dreimal nach rechts. Okay, super. Und dann habe ich es mir nicht gemerkt. So ein Mist. Ich glaube, es war ziemlich weit gewesen, ne? Nee. Oh Gott, auf keinen Fall. Okay, jetzt weiß ich nur echt nicht, wie viel das war. Ich weiß es nicht. Okay, und hier? Zu hoch. Ah. Nee, das auf keinen Fall. Zu hoch. Ich würde auch sagen, zu hoch, oder? Das auch. Nein! Och, scheiße, es tut mir so leid. Das dauert ja echt ewig. Vielleicht schneide ich das ein bisschen. Oh Gott. Oh, Gott sei Dank. Hm. Oh mein Gott. Oh. Ich mag sie nicht. Sie ist böse. Hat sie uns aber nicht getötet, oder? Hat sie uns geheiratet? Oh mein Gott, das Blut wurde wieder reingezogen. Yay, Schlüssel. Damit können wir das Tor öffnen. Die Tür. Das Tür. Yay. What? Nein. Hä? Oh, Mano, war die ganze Arbeit umsonst gewesen? Das kann doch nicht wahr sein. Und nun? Was ist nun? Jetzt müssen wir einfach so weitermachen, oder wie? Okay, wir sind da. Keine Ahnung, wo wir jetzt hinwollen. Was war denn hier noch gewesen? Ach. Oh, es ist weg. Das Püppchen ist weg. Ach, hier hinten kommen wir gar nicht lang. Was war hier? Okay. Hier scheint nichts weiter zu sein. Kann aber weiter nach... Das kennen wir noch nicht. Sekunde, das schreibe ich mir mal auf. Also so, so, so und so. Cool, dann können wir noch ein Auge aktivieren. Haben wir schon zwei der drei Augen aktiviert. Ich hoffe, es sind die Augen auch nur, die man aktivieren muss. Hatten wir das schon? Sekunde mal. Ja. Ich habe hier sowas, glaube ich. Ich erkenne es nicht so ganz. Ich habe so schlecht gemalt. Nee, nee. Das hier hat nur so eine ähnliche Form. Das war, glaube ich, diese Frau gewesen. Das hier sieht eher aus wie ein Baby, ne? Okay, so. Oh Gott, was habe ich hier nur gemalt? Man erkennt überhaupt nichts mehr. So, dann hatten wir das Pferd, den Vogel und genau. Okay, super. Dann haben wir die ja alle gefunden. Wie komme ich denn hier weg? Oder kommt man vielleicht nur hierher, um diesen Baum zu finden? Oh nee, hier kommt man nach hinten. Unser Haus! Das ist ja super. Aber eigentlich wollen wir woanders hin, ne? Oder ist das gar nicht unseres? Doch, ne? Aber ich komme auch nicht rein. Also müssen wir hier wieder lang. Ach, dieses komische Teil, wo man irgendeine Kombination eingeben muss. Hier ist nochmal ein Code. Aber hier wollen wir ja wahrscheinlich gar nicht unbedingt lang, oder? Was gibt's denn da noch so für... Orte. Da oben zum Beispiel ist ja zum Beispiel eher interessant. Da versuchen wir mal nochmal hinzukommen. Boah, meine Lieben, also das hat mich echt einige Nerven gekostet, dieses musikalische Rätsel. Ich bin ja so musikalisch auch nicht so gut bewandert. Und dann sowas da hören zu müssen irgendwie, wann der gleiche Gesang ist oder so. Ich habe es ja nicht mal so ganz durchschaut, aber man wusste ja immer, oh, ach ja.
Hier brauchen wir irgendwie noch Licht, damit wir da zurechtkommen. Hier geht's nicht lang. Hier ist das Symbol. Hier kommen wir auch nicht lang. Gibt's hier links noch was? Oh, was war denn hier gewesen? Ach so, ja, es geht ja leider nicht auf, ne? Wir haben zwar den Schlüssel, aber der ist irgendwie kaputt gegangen. Oh, was denn hier? Aha. Eine Feuerstelle. Aber hier scheint nichts weiter zu sein. Ein kleiner See. Ich guck mal kurz. Scheint aber auch nichts zu sein. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Hallo? Hallo? Scheiße, ich weiß nicht. Vielleicht ist das was für später. Bestimmt müssen wir hier was reintun. Feuer machen oder so. Nehme ich einfach mal an. Gruselig. Okay. Diese Stille ist auch irgendwie, die macht einen ein bisschen fertig in diesem Spiel. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das hatten oder nicht. Mein Zettel ist ein Chaos. Ich mal's zur Sicherheit nochmal. Ich guck mal die Rückseite. Ah, hier, die Rückseite. Nee, das hatten wir, okay. Jetzt habe ich gefunden, wo ich das aufgemalt hatte. Ist hier was? Nee. Okay. Hier ist dieser Fluss. Oh, hallo? Ah, der Schlüssel. Hä? Okay. Was willst du, Junge? Vielleicht sollten wir... Upsa, wieso ist denn das da rot geworden? Da ist Blut jetzt dran. Wie krass ist das denn? Vielleicht sollten wir uns die Info zu diesem... Müllingen? Ach so, aber das müsste doch das Backhorsten sein, oder? I. Und es ist so schief und... Ach. Okay. Aber haben wir das quasi jetzt gefunden, oder? Ah, okay. Ich muss das so rausziehen. Ist ja lustig. Oh, jetzt ist auch nicht mehr blutig. Das ist ja eine lustige Idee. Aber wir lesen uns das hier mal noch durch. Was hat's denn mit dem Brookhorse auf sich? Schweden ist ein Land mit vielen Seen, Flüssen, Flüsschen und Bächen. Und die schwedische Folklore ist voller seltsamer Kreaturen, die in den dunklen Wassern leben. Das Brookhorse war ein bleiches Pferd, das in den Bächern und Seen lebte und Kinder anlockte. Sie mögen auf seinem Rücken reiten. Das Rückgrat des Brookhorse wuchs mit jedem Reiter, den er auf seinen Rücken locken konnte. Wenn das Brookhorse zufrieden war, tauchte es in das Wasser ein, woraufhin die Kinder ertranken. Oh mein Gott, voll grausam. Das Brookhorse hatte eine Menge gemein mit dem Nix, einem gut aussehenden jungen Geiger, der junge Mädchen hinablockte ins Wasser, und manche behaupten sogar, beide Wesen wären ein und dasselbe. Es ist wahrscheinlich, dass das Brookhorse erfunden wurde, um Kinder davon abzuhalten, zu nah an den Gewässern zu spielen. Eine der eher ungewöhnlicheren Beschreibungen stammt aus einer Geschichte, die im Norden von Dalarna erzählt wird. Ein junger Mann ist auf dem Weg nach Hause von seiner Arbeit bei einem Kohleofen. Er möchte sich in einem nahegelegenen Bach waschen. Der Mann findet im Wasser einen seltsamen Stein in Form eines kleinen Kindes. Er hebt ihn auf. Der Mann merkt, dass er nicht alleine ist. Er wird beobachtet von einem Pferd, das auf zwei Beinen läuft. Das Pferd reicht ihm eine menschliche Hand, woraufhin der Mann Angst bekommt und zu einer Hütte rennt, die er mit einigen seiner Arbeitskollegen teilt. Er erzählt seinen Kameraden die Geschichte, die ihn auslachen und einen betrunkenen Narren nennen. Er zeigt ihnen den Stein, der nun aber ganz normal ausschaut. Der Mann flucht und geht ins Bett. Als die Arbeiter am nächsten Morgen erwachen, finden sie den Mann tot in seinem Bett. Seine Lungen sind voller Wasser und der Stein ist nirgends aufzufinden. Das Brookhorse wurde fast immer mit dem Tod in Verbindung gebracht, nicht immer auf negative Art und Weise. Im traurigen Volksmärchen Lille Nils ist es das Brookhorse, das schließlich die Seele von Lille Nils nach Hause geleitet und damit seiner Unglücksserie ein Ende bereitet. Wow, die Geschichte fand ich cool eben. Okay, das heißt anscheinend, dass wir drei weitere Mühlingen finden müssen,
Das können wir uns ja nächstes Mal näher anschauen, was das genau zu bedeuten hat, diese Mühlingen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Yeah Walk wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.